Liebe Schwestern und Brüder, in einem Interview hat Josef Ratzinger einmal eine schöne Bemerkung gemacht, so viele schöne von ihm stammen, aber diese schöne Bemerkung gemacht, dass hinter einer großen Theologie oder einer Bewegung immer etwas Prophetisches steckt. Eine prophetische Figur oder ein prophetischer Impuls. Nicht im Sinne, das denke ich, wissen wir inzwischen, von Wahrsagen, Zukunftsvoraussagen. Das hat mit der biblischen Prophetie gar nichts zu tun. Sondern in einem so engen Kontakt zu Gott zu sein, dass man von ihm berührt ist. Und dass dadurch etwas geschieht. Dass sich die Wirklichkeit Gottes öffnet. Und er macht das in diesem Interview an zwei Beispielen fest, dass die Theologie des Augustinus undenkbar ist ohne die Begegnung mit dem Mönchtum, wie auch für Athanasius. Und am Beispiel des Thomas von Aquin, dessen Theologie nicht denkbar ist ohne den Impuls von Dominikus, einer prophetischen Figur. Alle rekurrieren, alle solche prophetischen Impulse oder Figuren rekurrieren auf unsere Stelle, beziehen sich auf unsere Stelle aus der Apostelgeschichte. Auf dieses Ideal. Es ist kein Idyll, es ist ein Ideal. Wir erfahren im Laufe der Apostelgeschichte, dass dieses die Gemeinde der Gläubigen war, ein Herz und eine Seele, dass es kein Idyll ist. Alles schön, alles wunderbar, jeder bringt, was er hat. Nein, es bleiben Menschen, so wie wir Menschen sind und bleiben. Aber es ist ein prophetischer Impuls, ein Ideal. Man mag sich darüber lustig machen. Aber immer wieder neue Aufbrüche in der Kirche beziehen sich auf dieses prophetische Potenzial, das wir mit uns tragen, weil Menschen hier in direktem Kontakt zu Gott, das heißt zum Auferstandenen sind. Und sie versuchen, so gut sie können, an dieser Realität teilzuhaben. Immer ist dies die Bezugsstelle. Die Gemeinde der Glaubenden war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Welch ein schönes Geschenk von Ostern, dass es auch uns gegeben ist. Und wir beginnen, es zu entdecken, damit die wahre Prophetie Gottes immer wieder neu aufbricht und Wirklichkeit wird.